Ja, hier habe ich noch das Geschmierste von der Schnellübersicht Terme und Gleichungen. Und wenn ihr schon einen Schritt weiter seid und habt auch schon über Funktionen gesprochen, bastel ich noch mal eben da auch so ein paar Unklarheiten mit ein. Wenn ihr sowas habt wie f von x ist gleich 2x plus 8, das ist ja so ein harmloser Beginn von einer linearen Funktion. Ich habe eine extra Playlist für sämtliche Funktionstypen gemacht. Auch die Schreibweise, wenn ihr vielleicht da mal stehen habt, jetzt f Doppelpunkt x geht über in 2x plus 8. Das wäre eine andere Schreibweise. Oder y gleich 2x plus 8. Davon jetzt nicht verwirren lassen. Es geht darum, ihr habt hier den Term der Funktion stehen. Und dann wird oftmals gerne gefragt, naja, für welchen x-Wert haben wir denn den y-Wert, was weiß ich jetzt, 20? Von anschaulich jetzt im Koordinatensystem könnte man jetzt sagen, ich weiß nicht, wo der x-Wert den y-Wert, das soll y heißen, 20 hat. Dann geht man her, hier vorne, das ist ja der Funktionswert, der rauskommt, wenn ich für x irgendetwas einsetze. Es wäre insgesamt ja y, dann schreibe ich jetzt hin, wann ist denn 20 gleich 2x plus 8. Also für welchen x-Wert kommt 20 raus? Und jetzt habt ihr eine Gleichung da stehen, die ihr lösen müsst. Und dann packt ihr einfach die Vokabel aus, mit welcher Methode entsprechend. Äquivalentes Umformen. Ich lasse die Äquivalenzzeichen jetzt weg. Also rein mal ganz schnell jetzt durchgegangen. Ich möchte nach dem x auflösen oder das x isolieren. Immer wenn mal irgendwelche Wörter, Fremdwörter da stehen, fragt ruhig, an sowas soll es nicht scheitern. Minus 8 auf beiden Seiten, dann noch durch 2 und dann kommt ihr auf 6 gleich x. Wie gesagt, wem es hier vielleicht jetzt zu schnell ging, eine extra Playlist gemacht, nicht nur Terme und Gleichungen noch, sondern auch noch Nullstellenverfahren, Lösungsverfahren, wo alles drin ist, was euch in eurer Mathe-Karriere wohl begleiten wird oder begegnen wird.